Hallo Gamer-Freunde und Ladies, willkommen zurück zum 13. Part von Army Croc. Und Mann, das hat echt eine Weile gedauert, dieses Rätsel hier zu lösen. Und ja, es war wie gesagt auch teilweise sehr schwierig zu erkennen. Ja. Zum Glück war das Spiel so gnädig, weil hier sieht man es ja, es ist etwas bräunlicher, das ist etwas dunkler, dass man hier diese Geistererscheinung sieht und das Bild vom Baby P muss nicht frei sein. Es ging auch so und dann klappte sich die Tür hier runter und ja, wir haben Strom. Und jetzt können wir sogar drücken, dann machen wir das mal. Weiter geht's. Ah. Schauen wir mal, was uns erwartet. Oh, der große Meister. Ja. You have made it far. Mother and father must be pleased with your courage and honor. Yet all is for naught without saving the child. Vognaut has her, and is building a machine to extract her power, a process she will never survive. Take this. It's the final piece you will need. Oh, vielen Dank, mystischer Krage. Okay, ein wichtiges Teil. Okay, P ist also ein Mädchen. So, hier brauchen wir wieder mal einen Schalter dann. Können wir noch fliegen? Ja, ich weiß, du willst dorthin. Aber du... Wir können nicht fliegen, weil wir keinen Napf haben. Gut. Und abwärts. Ja, es sind ziemlich viele Parts geworden, aber... Ja, mehr zum Schauen. Die Ladezeiten sind so cool, so ein paar Prozent, 20, 90, fertig. Super cool. Wow, 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 okay, was haben wir hier? Ist etwas kaputt gemacht. Okay, wieder eine gewisse Symbolik. Das habe ich gesehen, wo man das Rätsel gelöst haben, hier mit das Schieberätsel. Wenn die verschwinden, kommen dann immer solche Symbole. So, hier können wir noch nichts machen. Dann schauen wir mal. Oh! Please, stop him. Vognaut was through here. Benutze alle Vaterstatuen. Gespenstige Helfer. Ja, wir müssen den stoppen. Ja, wie gesagt, ich komme immer drauf zurück, ob der noch ein. Ob der Bruder von uns ist, der doch überlebt hat, aber in dem einen Intro, sozusagen in dieser Erinnerung, wurde ja mitgeteilt, dass die beiden Brüder, ja, dahingeschieden sind, ja, und da denke ich, dass es irgendwie ein anderer Charakter ist, der nicht mit uns in Verbindung steht. He has my child. Okay. Taking her to his power extrapolator. He wants her plutonium, but she'll never survive the extraction. Ah, Plutonium ist das also, was wir bekommen. Please, find her. Stop him, before it's too late. Please. Ja, das werden wir machen. He has my child. Taking her to his power extrapolator. He wants her plutonium, but she'll never survive the extraction. Plutonium. Und ich habe so das Gefühl, dass wir am Ende an dieser Glasglocke hinkommen, denn dann hätten wir nämlich ein viertes Stück. Und können ihn bestimmt dann irgendwie wegsaugen oder so. Ah, da ist er. Pi. So, schauen wir mal kurz. Also man denkt immer gar nicht, dass das so Knete ist, sondern so einfach schön gezeichnet. Aber sieht echt cool aus. Können wir als Hund irgendwas machen? Ah, noch nicht. So, ich bin mir sicher, dass er dann gleich kommen wird.
So, ja. Gehen wir einfach mal direkt hier hin. Pi! P, not so fast, brother of mine. Wagner, come on, let's be reasonable. You've got to let me get her out of that Doch, Brüder. thing. Oh no, I need her power. It's wasted on her anyhow. I'll put it to real use. Wagner, don't! Wow. Sorry, too late. No. Oh Gott, das Baby. What the? Well, Na, der hat den Stacy. Stecker gezogen. Nein. Boah, wieso ist denn der so groß? Hat der Halbbruder gesagt? Don't worry, I've got you. And I've got you. Whoa. Ha, weggebeamt. Oh nein, mein Hund. Schnibbel die Schnapp. Ah, ich wusste, dass wir wieder hierher kommen. Haha. Pitonium Power. Sammle alle Pitonium-Teile von Pi. Yay. Ha, ich liebe sowas. Ist immer so cool. Kennt ihr das, wenn man dann sagt, ah, jetzt bin ich wieder hier. Super. Okay, jetzt können wir aber bestimmt hier hin. Aha. Okay, jetzt haben wir das aufgeschlossen. Ah, und jetzt ist es sogar beleuchtet. Oh, wow. Oh Gott, was soll ich denn hier auswählen? Pi wäre vielleicht nicht schlecht. Oder? Huh. Ach, ist das dieser Sprachübersetzer? Oh, wow. Moment, das Symbol habe ich gesehen. Ach, ich muss das. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Und welche Reihenfolge? Eieiei. So, Blitz. Puh. Ah, ich habe gerade keine Ahnung. Das ist ja der Vater. Und dann Pi natürlich selber. Oder? Oh Gott, wie soll man da drauf kommen? Ja. Wie soll man da drauf kommen? Überlegen. Ich nehme jetzt auch an diese Symbole, die wir schon gesehen haben. Ja, das sind ja die Symbole von den verschiedenen Kraken, aber was haben die denn? Was haben die denn gesagt dazu? Puh, da waren so viele Symbole. Achso, wir können ja auch tauschen. Ist hier. Moment, wenn ich hier rausgehe. Hm.
gut. So, ich mach die jetzt nochmal alle hier raus. So. Na? So. Es ging ja um den Übersetzer. Das ist jetzt natürlich die große Frage. Welche Symbole? Das war echt viel. Die habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Den Blitz Pi. Den Kreis. Dann war aber auch noch dieses, werden ja auch noch diese Kreatur und dann der Helfer, vielleicht das hier dann. Und dann wahrscheinlich, wenn wir geflogen sind. Das hier vielleicht noch. Ich weiß auch gar nicht, wo die hin sollen. Oder ist es dann hier nochmal gebunden? Moment, ich probiere das einfach mal. Ich weiß es nicht. So, dann fehlen noch zwei. Aber das X, was ich vor uns hatte, das muss definitiv rein. Hier, also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Na? So, runter. Moment. Oder das noch? Was hat man denn noch? Was ist denn da noch aufgeblitzt? Ja, das hier vielleicht, oder? Oder das hier für die ganzen Wirbel? Für die Wirbel vielleicht, oder? Oder die Öffnung, die dort war, wo der Rauch rauskam? Moment. Dann mache ich das mal hier hin. Oh, ist das jetzt noch drin? Oh, Gott sei Dank. So, und jetzt das hier rein. Das ist ja an die Vision gebunden, was hier diese Symbole zeigt. Oh! Wow, geschafft! Codeknacker! Ja, das war aber jetzt mehr. Die Lösung des Rätsels im Smaragdraum. Puh. Ja, ein bisschen Glück gehört da immer dazu. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Weil hier muss ich wirklich sagen, sind die Rätsel vielschichtig, ja? Also man hat jetzt. Man findet das dann zwar raus, ja, wie das so funktioniert, aber man muss dann eben dran denken und ja, wie man das am besten löst, wie es jetzt weitergeht im nächsten Part. Bis gleich.